Was flüsterst du denn da? Guten Tag. Guten Tag, Herr Schmu. Hoppeli Hanso. Hattori Hanso. Keine Scheiße. So. Scheiße, das ist ja schon offen. Siehst du? Oh, oh. Ja, hättest du mich auch fragen können, bevor du rumalberst. Oh, nee. Ja, vielen Dank. Bitte. Wir haben gedacht, beziehungsweise es wurde angefragt, also wir können gar nicht sagen, dass es so freiwillig ist, denn bei Twitter habe ich gesagt, dass wir heute das erste Mal Sushi zu Hause machen werden. Oh, hier Maki Sushi. Genau, Kotek. Und mit kleinen Katzenbeinchen dann eingerollt, das macht Spaß. Anlass dessen ist, ich habe Schmu zum Geburtstag, Happy Birthday nachträglich, Herr Schmu, ein paar Sushi-Zutaten geschenkt, weil wir ja eigentlich ganz gerne Sushi essen gehen. Und da liegt es eigentlich auch nicht fern, dass man auch es mal selbst versucht. Und heute ist dieser wunderbare Reiskocher angekommen, also es ist jetzt nur die Schüssel, sodass wir uns gleich daran versucht haben. Das ist spezieller Klebereis aus dem Asialaden. Ich habe alle Zutaten aus dem Asialaden. Aber auch so mehr oder minder ein wenig narrensicher. Der Reis ist schon ein bisschen abgekühlt, wurde ziehen gelassen. Also ihr seht, der ist ganz klebrig. Na gut, man sieht es gar nicht so, aber er ist schon sehr... Ne? Und wir haben, wie gesagt, auf Nummer sicher sind wir gegangen und haben schon so einen vorgefertigten... wie heißt das? Sushi? Wie nennt man sowas? Sushi-Su. Reisessig. Das ist ja kein Reisessig, das ist angemischt aus Reisessig. Ne? Und da sind die ganzen Zutaten, da muss ja auch Zucker und Salz. Normalerweise mischt das ja jeder an. Und dann tasten wir uns da ein bisschen heran. Ich gieße mal einfach rein und wir schmecken ab, ne Schmu? Also Schmu schneidet jetzt ein bisschen Gurke und Avocado. Dafür haben wir uns entschieden, weil wir das auch sonst immer gerne nehmen. Nee, das eigentlich, ja, eigentlich schon. Aber wir wollen erstmal mit dem Grünkram anfangen, weil Fisch... Wollen wir erst noch gar nicht versauen, sag ich schon. Ja. Ja, mal gucken. Also, sollen wir mal probieren, wie das jetzt. Ups. Ja, es hat tatsächlich schon Sushi-Geschmack, Schmu. Krass, ne? Das ist jetzt ein bisschen. Also, Hände sind natürlich gewaschen. Zumindest seine, meine nicht. Ich koche noch ein bisschen, kann rein. Ich denke, ich tue noch ein bisschen rein. Ich mag es ja gerne sauer. Ansonsten haben wir natürlich Sojasauce gleich zum Dippen, Ingwer und Wasabi. Fängt kein Schuss noch. Ja, ich hätte vielleicht eine andere Schüssel nehmen sollen. Nächstes Mal wissen wir besser Bescheid. Hä? Wird es ein nächstes Mal geben oder bleibt es bei diesem einmal? Vielleicht auch nicht. Ich habe hier übrigens Nagellacke geswatcht aus der Yves Rocher Kollektion. Eigentlich dachte ich, habe keinen Bock mehr auf Yves Rocher. Und dann da hatte mir nämlich jemand geschrieben, da gibt es gerade einen blauen Lack. Und ich dachte, habe genug blaue Lacke. Und jetzt bin ich hingegangen und finde es total schön. Ne, Schmu, magst du auch Yves Rocher? Ja, schön. So, das ist eine Bambusmatte. Die ist anders als unsere Tischmatte, denn die hat so, das sind so halbe offensichtlich. Die ist ja dafür da, ne, so eine Röllchen zu machen. Ihr kennt das bestimmt alle schon. Ihr seid die Profis und macht euch jetzt über uns lustig. Ich versuche mich einfach mal. Das ist ein Nori-Blatt, sagte man mir. Das perforiert. Ja, dann ist das ja schon. Sollte das hier überstehen oder? Ja, ein Zentimeter oder zwei Zentimeter. Und immer die raue Seite. Was ist denn beide? Irgendwie. Nein, das ist die raue Seite. Die raue, ne? Nach oben, ja? Jo. Okay. Das ist ja wohl klebrig. Nasse Hände. Oh. Ja. So, nehmen wir mal erstmal so ein Stückchen. Oh, mit nassen Händen geht das ja tatsächlich gut. Ist das egal, wo ich den Reis anordne? Hauptsache auf dem WC-Blatt. Oh, lieber Reis, werd mein Freund. Kleb ein bisschen. Sadie, was hältst du davon? Guck mal, diese Breite. Das soll die Breite jetzt sein. Ja. Muss aber schon mehr, bis hier muss das sein. Da hast du ja schon 4 cm. Ach so, war das gemeint. Genau. Ich habe doch gefragt, ist das egal, wo platzieren? Und du ja, Hauptsache nicht auf dem Klo.
Gut, dann nehmen wir hier Wasser. Für die Finger. So, dann sollen wir das abschneiden. Ja, habe ich es falsch gemacht. Was? Hier abschneiden. Nicht abschneiden. Dann machst du jetzt Reis einfach hin. Wie fett soll die denn werden? Dann machst du eben fettere eben. Wenn das halt Futomaki. Obwohl wir gar keine Inhaltsstoffe für eine Futomaki haben. Tun wir jetzt die Zutaten drauf? Ja. Oh mein Gott! Tu es nicht! Doch! Nein! Wie soll das? Okay. Was noch? Haben wir Trockentomaten, sag mal? Nee, geölte. Du wolltest das. Meinst du? Ja, warum denn nicht? Okay. Das haben sie doch auch, da muss man was schneiden. Ja? Ja? Ich dachte, man könnte es vielleicht reißen. Wir nehmen einfach mal ganz provisorisch, weil wir über haben, ein bisschen Roast. Ey, Katze! Kamera kaputt machen. Guck mal. Ach so, wegen dem Fleisch. Seit wann magst du Fleisch, Kotek? Oh, Katze, hau mal ab, ey. Wie macht man das jetzt? So? Ja, nochmal. Das ist irgendwie... Ah, das ist jetzt nochmal gewesen. Nee, du musst das Ding schon benutzen, da. Oh, Katze! Geh weg! So, machen wir einfach mal ein Experiment. So? Ich drücke! Viel zu viel Beilage. Und? Ja. Und den Rest schneidet man ab, oder was? Für die Deko. Achso. Ja, dann setzt es nochmal anschließen, ne? Ah. Wow, guck dir das an. Wow. Ja, wir haben jetzt kein Japaner Superkochmesser, sondern ein... Das Messer ist schon mal richtig scharf, oder? Ja, ich esse das jetzt. Ich auch. Irgendwie schmeckt es im Restaurant besser. Ja. Du kriegst zum nächsten Geburtstag ein Samurai-Schwert, versprochen. Sind ein bisschen groß. Es hätten 5 werden können, ja. Ja. Ach, das Messer muss ja auch nass sein. Stimmt. Stimmt, ja. Okay. Maggi. Jetzt ist Schmu dran. Leg los, ich werde hier die Leute dann alleine unterhalten. Als Ingwer haben wir dieses hier gekauft, auch beim Dings. Ist ja gehört dazu, aus diversen Gründen, so wie ich mitbekommen habe. Einerseits zum Neutralisieren des Geschmacks zwischen den verschiedenen Sushi-Arten. Andererseits, was sagt man immer hier, ne, das tötet die Bakterien im Magen, wenn ein Fisch nicht mehr frisch ist oder was meinen die? Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein bisschen antibakteriell. Ich mache jetzt eine große Rolle, ich will das alles aus dem Zimmer nicht mal wegschmeißen, mal alles. So. Ach, so einer bist du. Ja, so bin ich drauf. Ich glaube, das mit der Ehe war ein Fehler. Ich knabber jetzt mal am Segel. Du bist aber sensibel heute wieder. Jetzt mache ich das nur das und dann bist du gerne rumschreien. Wir haben gar keine kleinen Schälchen, ne? Ja. Das ist unsere Sojaschüssel. Ich habe jetzt diesen Kikkoman mit weniger Salz genommen, weil ich weiß nicht, irgendwie manchmal ich glaube, das ist schon salzig. Falsch, weil ich gedrückt habe, ist schon falsch. So viel. Also meiner sah besser aus. Ihr könnt voten. Machen wir ein bisschen. So. Komm. Ich hole mir jetzt eins meiner wunderbaren Magi-Makis und... Maggi-Maggi. Willst du, Schmu? Willst du Maggi-Maggi? Und was sagt Schmu? Hätten wir das ein bisschen ziehen? Andy, ich habe auf meinem Wasabi vergessen. Hab auf meinem Wasabi vergessen. Ja, deswegen. Hau ab, Kater. Hau ab. Weg. Das wird ein Mega-Maggi. Vielleicht. Haben wir gar keinen Reis mehr für weitere Experimente. Und gleichmäßig, ne?
überhaupt nicht gleichmäßig, ist mir so egal. Drauf den Kram. Noch nicht einrollen, ich gebe dir ein bisschen Avocado. Oh, ich habe mein Haarnetz vergessen. Oh nein! Musst du nochmal machen. Einmal drauf, ne? Hast du die Wasabi drauf gemacht? Ach nee. Siehst du? Kannst. Nee. Mach mal rauf, ich mach das mit dem Finger denn. Oder? Boah, den sah das aber besser aus. Ja, ne? Ich glaube, das ist diese Scheiß-Wasabi. Wie bitte? Wir kaufen jetzt nicht mal die andere. Kein Pfui-Wort. Ich meine, das ist die Wasabi aus Scheißbohnen. Scheißwurzel. Muss richtig Wasabi drauf, das muss den Mund wegätzen. Genau. Ich hab's gewagt, ich hab's in den Mund gesteckt. Siehst du, es ist total mild. Echt? Ja. Boah. Das hab ich das Wichtigste vergessen. Was? Was hast du vergessen? Das alte Brettchen hinzuschmeißen. Ach. Siehste? Also neben mir. Unsere Küche ist nicht dafür gemacht. Nee. Soll ich das? Oh, das ist ganz schön schwer. 1, 2, 3, falsch rum, falsch rum. Falsch rum. Wie falsch rum? Du? Der Plattenseite, denke ich mal, ne? Ach so. Boah, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Warte, ich zoome mal, ich zoome mal. Boah! Ist das ein Hamaki? Das ist mir jetzt auch reichen. Hä? Tja, Besserwisser. Ja, ich mache eine große Rolle. Aber nicht das Bambus mit einrollen, das könnte ein bisschen knusprig werden. Was ist das für Männer ist das hier? Ach ja, Spielkram. Also, ja. Nee, Po. Nee, irgendwie. Ach, erstmal mit Hand jetzt. Boah. Ist ja verrückt. So. Ja. Das sieht wunderbar aus. Warte, ich mach den Grifftest.